Guten Tag, ihr Hasen und Häsinnen. Die Firma BenQ war so freundlich, mir ihren Full HD DLP Beamer TH685i zur Verfügung zu stellen. Und ich hatte jetzt wirklich geraume Zeit, dieses Gerät zu testen und habe auch schon mal hier so ein Video aufgenommen, 1,5 Stunden lang, um dann festzustellen, dass erstens die Daten nicht so richtig auf meinen PC übertragen werden konnten und dann konnte mein PC nicht mit dem Codec und jetzt mache ich das Ganze einfach so, wie ich das sowieso die ganze Zeit schon vorhatte, weg von diesem ganzen Gezwungenen. Wir müssen das jetzt ultra professionell machen, hin zu was, was Herr Löblich machen würde. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Review des BenQ TH685i. Herr Löblich! Hör mit dem Blödsinn auf! Ja, und damit Halli, Hallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer und alle, die sich noch nicht entschieden haben und vielleicht auch gar keine Lust darauf haben, zu dieser neuen Runde Herr Löblichs heißer Hardware. Heute mit dem, das waren jetzt 4 Hs, heute mit dem großartigen, dem BenQ TH685i. So, ich habe mir ein Zettelchen rausgeholt für die Ungeduldigen unter euch. Möchte ich erstmal ein paar Eckdaten zusammenfassen. Eckdaten und Eckdatinnen zusammenfassen. Wir haben hier ein Full-HD-Gerät, das bedeutet 1920x1080 in der Auflösung. P bedeutet progressiv, also Vollbilder, nicht Halbbilder. Wir haben ein Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1. Das Gerät ist HDR-fähig, in diesem Fall HDR10. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, was da die Unterschiede sind. Habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, als ich das erste Mal mir einen Film in HD oder so ein Video in HD angeguckt habe, ist einfach mein Gehirn explodiert, weil das tatsächlich doch wirklich nochmal eine ganz andere Qualität hat vom Schauen. Der TH685i hat eine Reaktionszeit von 8,3 Millisekunden bei 120 Hertz, was wiederum einen geringen Input-Lag bedeutet. Das heißt, wenn ihr also zum Beispiel zockt über das Gerät, dann ist die Verzögerung zwischen Eingabe und dem, was auf dem Bild passiert, sehr, sehr gering. Der Beamer ist Google zertifiziert, was bedeutet, da ist Android TV auf einem Stick. Ich zeige euch das gleich, oder beziehungsweise kann ich euch das ja einfach gleich zeigen. Hier ist Android TV auf einem Stick, der hier hinten reingesteckt ist. Und Android TV bedeutet, ihr habt im Endeffekt das Betriebssystem von einem Android-Handy, nicht ganz den gleichen Funktionsumfang und auch nicht ganz die gleichen Apps. Aber ihr könnt halt vor allem so, ich sag mal, gängige Mediatheken benutzen. Ihr könnt Satu TV gucken. Und was ich halt besonders geil finde, ist, ihr müsst, um fernzusehen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe einfach meinen Fernseher wirklich nur noch gehabt zu Dekorationszwecken oder um mal was zu zocken. Und der ist jetzt einfach verschwunden. Dafür habe ich das Gerät, weil alles, was ich tatsächlich an Videos konsumiere, ist irgendwie ARD, ZDF, Arte Mediathek oder YouTube oder Twitch oder Satu. Und das kann alles der Beamer von Hause aus. Ihr müsst also nur ein Stromkabel anschließen und dann könnt ihr den, wenn ihr eine Stromquelle habt, einfach überall übers WLAN benutzen. Ich habe einen Handyvertrag mit 12 GB Datenvolumen. Da kannst du dich also unten vor die Garage setzen, legst ein Stromkabel nach draußen und guckst im Sommer mit den Jungs Fußball auf der Hauswand. Das ist schon ziemlich geil. Zwei Sachen, auf die ich gleich noch ein bisschen genauer eingehen möchte, die ich aber schon mal mit aufzählen will, sind der 3500 ANSI-Lumen. Also was ANSI-Lumen bedeutet, erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Hatte ich nämlich keine Ahnung, was das ist und habe einfach ein bisschen recherchiert. Und wir haben hier 95% des Farbraums REC 709 abgedeckt. Und auch da wusste ich nicht so richtig, was das bedeutet. Und da hat die Firma BenQ tatsächlich auf ihrer Webseite eine coole Wissensdatenbank, in der erklärt wird, was die Unterschiede zwischen den Farbräumen sitzt. Und die habe ich dann zur Erklärung später im Video herangezogen. Und ich finde, das ist tatsächlich mal gut zu wissen, dass zum Beispiel wie in diesem Fall der REC 709 Farbraum für alles, was wir so tun, vollkommen ausreicht. Der TH685i wiegt 2,8 Kilo, weswegen ich den jetzt auch hier wieder hinstelle.
Die Lampenlebensdauer beträgt 15 Sekunden Lampenlebensdauer, ist natürlich Quatsch, beträgt 15.000 Stunden. Damit ist natürlich gemeint, dass wenn man den im Eco-Modus benutzt, also wenn man den volle Lotte fährt, die ganze Zeit 24 Stunden am Tag, hält die Lampe immer noch 4.000 Stunden. 4.000 Stunden sind einfach 166 Tage. Wenn ihr den nur einen halben Tag, also 12 Stunden laufen lasst, verlängert sich das schon auf ein Jahr. Aber wer hat schon zu Hause einen Beamer 12 Stunden am Tag laufen? Also ihr könnt davon ausgehen, dass selbst wenn ihr den voll aufreißt, volle Lampenhelligkeit benutzt, kein Eco-Modus und nix. Ich bin immer gar nicht so ein Freund von so Eco-Modi gewesen. Dann hält die Lampe schon mehrere Jahre und ich habe jetzt gesehen, eine neue Lampe kostet 200 Euro. Ich finde auch, das ist alles noch im Rahmen, wenn man das nur alle paar Jahre ausgeben muss, um wieder ein voll funktionstüchtiges Gerät zu haben. Der BenQ Beamer hat verschiedene Anschlussmöglichkeiten, die befinden sich alle auf der Rückseite. Wir haben zwei HDMI-Anschlüsse, einen haben wir hier, einen haben wir hier drunter. HDMI mit HDCP 2.2, falls das für irgendjemanden wichtig ist. Wir haben einen USB-Anschluss, wir haben einen VGA-Anschluss, also einen D-Sub. Wir haben einen seriellen Anschluss RS-232. Und wir haben auch hier auf der Rückseite Audio-Ein- und Ausgänge 3,5 mm Klinke. Auf der Oberseite haben wir, hallo, ich verstecke mich. Auf der Oberseite haben wir das Bedienfeld mit den Tasten, wenn man die Fernbedienung gerade nicht zur Hand hat oder das Gerät einfach wenn man es vom Gerät aus bedienen will. Ein Ausschalter, darunter ist der Infrarotempfänger. Den Infrarotempfänger haben wir hier vorne übrigens auch nochmal. Mir war auch lange nicht klar, dass die Infrarotempfänger sind. Ich habe immer gedacht, das funktioniert irgendwie anders, weil eigentlich kann man mit der Fernbedienung im Raum stehen, wo man will. Die funktioniert immer. Also man kann auch hinter dem Gerät stehen oder neben dem Gerät stehen und auch die Fernbedienung irgendwie da drunter. Irgendwie hat es bisher immer funktioniert. Ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwie abstrahlt oder so. Zurückmenü, Auto-Einstellungstaste, der hat sehr, sehr gute Automatikfunktionen. Da bin ich ein großer Freund von, wenn man nicht so viel einstellen muss. Ich kann zwar alles einstellen und man kann auch im Gerät alles einstellen, was man gerne möchte, muss man aber nicht. Hat super Automatikfunktionen. Zum Beispiel kann der automatisch das Trapez korrigieren, also der hat eine automatische Trapezkorrektur. Das heißt, wenn jetzt die Leinwand höher oder tiefer ist, kann man den Beamer kippen und dann passt er automatisch die Seitenränder an, dass die wieder gerade sind. Der schneidet dann natürlich links und rechts ein kleines bisschen was vom Bild ab. Allerdings ist es eine sehr, sehr praktische Funktion, vor allem wenn man den auch mal irgendwie ein bisschen höher hinstellt oder ein bisschen tiefer hinstellt. Dann kann man den, wenn das Bild irgendwie nicht korrekt angezeigt wird, kippt man den einfach kurz nach oben, wartet auf die Trapezkorrektur, kippt den wieder nach unten und dann ist das Bild einfach perfekt gerade ausgerichtet. Das finde ich schon ziemlich geil. Und was der auch hat, ist ein Lens-Shift, einen digitalen Linsenversatz. Das heißt, wenn der still steht, dann könnt ihr das Bild noch um mehrere Zentimeter nach oben oder unten verschieben. Und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen, weil man den einfach relativ grob tatsächlich ausrichten kann. Und dann kann man über die Funktion im Nachhinein, ohne dass man das Gerät noch weiter bewegen muss, das Bild zum Beispiel genau auf seine Leinwand anpassen. Wir haben hier eine Taste für die Quellen, wir haben eine Eco-Taste und Blank. Was Blank ist, habe ich nicht rausgefunden, habe ich ehrlich gesagt nicht benutzt, die Taste, muss ich gestehen. Wir können hier oben über das Rad den Fokus und die Zoom-Stufe einstellen. Hier sieht man auch, wie hier vorne das so ein bisschen rauskommt, ja, wenn man zoomt und ihr stellt halt quasi hier den Zoom ein. Und wenn ihr dann hier an diesem Kranz dreht, stellt ihr die Schärfe ein. Was mich sehr positiv überrascht hat, ist der eingebaute 5-Watt-Lautsprecher. Also ich habe überhaupt nicht erwartet, dass da
irgendwie ein toller Sound rauskommt aus so einem Beamer, unabhängig jetzt davon, ob das der Beamer ist oder irgendein anderer. Aber es ist halt ein Beamer. Und ich war völlig überrascht, als ich den zum ersten Mal angeschlossen hatte. Und es wird ja über HDMI auch Ton mit übertragen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil das auch nicht mein Notebook war, an welches hier angeschlossen war. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, hat dieses Notebook aber einen geilen Klang. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ach nee, das ist der Beamer. Also der Lautsprecher, 5 Watt ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich weiß, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, übrigens, um es mal dazu zu sagen, ich habe überhaupt keinen Vergleich. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Beamer besessen oder in irgendeiner Form mir genauer angesehen oder ausprobiert. Und ich habe gar keine Ahnung, was so Beamer können oder können sollten. Ich bin aber dermaßen begeistert davon, was für ein Ton aus diesem Beamer rauskommt, dass ich bis jetzt noch gar keine Notwendigkeit gesehen habe, irgendwie eine Audioanlage oder Boxen anzuschließen. Weil das, was ich auf dem Beamer mache, ist hauptsächlich, wie gesagt, YouTube-Videos gucken, Twitch gucken, Xbox 360 spielen. Und dafür reicht dieser Sound vollkommen aus. Man sollte jetzt vielleicht nicht davor sitzen, weil dann kommt der Sound so ein bisschen von hinten. Aber wenn der Beamer so ein bisschen vor und über einem ist oder einfach so, wie es in meinem Fall der Fall ist, der steht bei mir auf einer Kiste oder bei mir auf dem Tisch tatsächlich, dann ist glasklarer, satter Klang. Also so satt, wie er aus einem Gerät von dieser Baugröße und aus diesem Material tatsächlich sein kann. Es ist jetzt kein High-Fidelity-Holz-Lautsprecher für 1250 Euro, das muss man natürlich dazu sagen. Aber wirklich, wirklich, also wenn ihr mal in den Genuss kommen solltet, dieses Gerät zu probieren oder wenn ihr es vielleicht sogar euer eigen nennt, dann werdet ihr schon genau wissen, was ich meine. Es ist ein überraschend guter Sound für einen Beamer. Ja, und hier an der Seite versteckt sich der Lautsprecher. Da drin. Und ich habe jetzt halbe Lautstärke und jetzt mache ich meinen Ton wieder an. Das kommt jetzt natürlich nicht so rüber über so eine Aufnahme. Aber wie gesagt, das ist halbe Lautstärke hier. 10 von 20. Kann man machen, muss man ein bisschen üben. Ja, kannst du einfach ein bisschen doller drauf bleiben. Das war jetzt der sogenannte Klatschkick. Das ist nichts aus dem Kampfsport. Absolut beeindruckend, wie glasklar der Sound rüberkommt, wie gut die Stimme rüberkommt. Also was man aus diesem kleinen 5 Watt Lautsprecherchen da drin, was da rauskommt, das ist schon wirklich beeindruckend. Da möchte ich auch gleich was zur Helligkeit sagen. 3500 Ansilumen, was bedeutet das denn eigentlich? Ansilumen ist eine umgangssprachliche Bezeichnung im Zusammenhang mit der technischen Spezifikation von Projektoren. Dabei handelt es sich nicht um eine spezielle Lichttechnische, das ist Wikipedia übrigens. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine spezielle lichttechnische Einheit, sondern es sagt aus, dass der Lichtstrom, umgangssprachlich die Helligkeit des Projektors, in der Einheit Lumen gemäß einer Messvorschrift ermittelt wurde, die vom American National Standards Institute, deswegen ANSI, das deutsche Äquivalent dazu ist das DIN-Institut, deutsche Institut für Normen oder so, entwickelt wurde. Zur Vorbereitung der Messung ist der Projektor so einzustellen, dass vor einem weißen Hintergrund ein 5% grau getöntes Feld von einem 10% grau getönten Feld zu unterscheiden ist, also zwei sehr helle Grautöne.
Die Projektionsfläche wird dann in Spalten und Reihen unterteilt und der mittlere Beleuchtungswert in Lux aller neuen Felder ermittelt und der Mittelwert multipliziert mit der Projektionsfläche ergibt die Ansiedlung. So, und Tageslichtprojektoren bewegen sich irgendwo bei 2000 bis 4000 Ansi-Lumen. Gibt natürlich auch Beamer, die haben mehr Lumen. Beamer, die haben mehr Lumen und es gibt Beamer, die haben weniger Lumen. Aber auf so eine, wie gesagt, in einem tageslichthellen Raum seid ihr mit 3500 Ansi-Lumen wirklich auf der sicheren Seite. Ich habe auch so eine Sachen wirklich erst später festgestellt, weil man kann ja die Helligkeit auch noch hochschrauben. Ich muss ja nicht die sehr guten Standardeinstellungen benutzen, sondern das ist schon das Geile am Gerät. Du kannst, der hat super, super Voreinstellungen. Also wirklich, die sind für jeden Zweck ausreichend. Ihr habt eine Living Room Voreinstellung, also wir reden jetzt von den Bildeinstellungen. Ihr habt eine Living Room Voreinstellung, ihr habt eine Sport, eine Gaming und eine, wie heißt das? Living Room, Sport, Cinema, Gaming, Bright ist eine besonders helle Einstellung. Und dann gibt es noch zwei User-Einstellungen, die ihr euch komplett frei vorbelegen könnt. Und wenn jetzt zum Beispiel ihr sehr spezielle Lichtverhältnisse habt am Tag und in der Nacht ist es einfach nur dunkel, dann könnt ihr halt in der Nacht zum Beispiel die Living Room-Einstellung benutzen und könnt am Tag eure selbst voreingestellte User-Einstellung benutzen oder eine von beiden. Und als ich dann rausgefunden habe, dass man mit den manuellen Funktionen ja auch noch viel mehr einstellen kann. Ich zum Beispiel bin großer Freund von Gamma. Ja? Also der voreingestellte Gamma-Wert ist völlig in Ordnung. Und wie gesagt, für jeden Laien, der keine Ahnung hat, stellt wirklich, wenn es ein bisschen heller ist, stellt ihr die Funktion Bright ein. Wenn es dunkel ist, stellt ihr ein Living Room. Wenn ihr einen Film guckt, stellt ihr ein Cinema. Und wenn ihr Fußball guckt, stellt ihr einen Sport. Und ihr habt immer ein gutes Bild. So, wenn ihr aber, wie zum Beispiel ich, auf so bestimmte Sachen ein bisschen Wert legt, um zum Beispiel die Tiefen ein bisschen anzuheben, dann stellt ihr einfach das Gamma höher. Gamma 1,6 ist mit dem Gerät möglich. Wer so ein bisschen damals verfolgt hat, wie ich meine Screenshots und Post-Production-Filter in Assetto Corsa mache und warum die so toll aussehen, das liegt daran, dass ich immer mit einem relativ hellen Gamma-Wert gearbeitet habe, weil die Realität da draußen, die ist schon sehr hell und hat eine sehr große Dynamik und man sieht einfach in den Schatten sehr viel. Und wenn man den Gamma-Wert hochstellt, dann bekommt man zwar ein etwas flacheres Bild, flacher heißt, dunkle Tiefen sind nicht mehr ganz so dunkel, aber ihr seht mehr in den Tiefen und ihr habt euch dann nach kürzester Zeit dran gewöhnt und das finde ich persönlich wirklich geil. Ich nehme halt eine Voreinstellung wie zum Beispiel Living Room oder Cinema und stelle einfach den Gamma-Wert auf 1,6 und dann habe ich ein Bild, was mir persönlich sehr viel besser noch gefällt als die Voreinstellung, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. So, und dann kommen wir noch zu dem Farbraum. Der Beamer deckt 95% des REC 709 Farbraums ab. Ich werde euch ich werde euch den Link unten in die Videobeschreibung mit einfügen, wo ihr bei BenQ die Info dazu findet. Zu den Farbräumen. Also man kann grob sagen, der Farbraum eines Projektors ist die Fähigkeit des Projektors oder beschreibt die Fähigkeit des Projektors, wie viel des fürs menschliche Auge sichtbaren Farbraums er darstellen kann. Und der REC 709 Farbraum, der wurde Anfang der 90er entwickelt für alle Fernsehformate bis hin zu den hochauflösenden HD-Formaten, die wir heute gucken. Das heißt, je mehr dieses Farbraums ein Projektor abdeckt, desto detailgetreuer und dynamischer, desto brillanter sind auch die Farben. Und mit 95% sind wir da auf jeden Fall auf einer sicheren Seite für alle aktuellen Formate. Wenn es in die UHD, also 2K, ultrahochauflösend, 2K und 4K Bereiche geht, dafür gibt es den neuen REC 2020 Farbraum.
Der ist speziell für solche Formate entwickelt. Wenn ihr euch einen 4K-Beamer besorgen solltet, dann werden die vermutlich eher einen großen Teil des REC 2020 Farbraums oder im Optimalfall des REC 2020 Farbraums abdecken. Und es gibt übrigens noch den DCI-P3 Farbraum. Der liegt in der Mitte zwischen dem großen REC 2020 Farbraum und dem etwas kleineren REC 709 Farbraum. Der DCI P3 ist aber allerdings hauptsächlich fürs Kino gedacht und für digitale Filmprojektoren. Was gefällt mir am Gerät? Was gefällt mir nicht so am Gerät? Ich fange mal mit den Sachen an, die mir gefallen. Alles. Es ist einfach mein erster Beamer und der macht einfach alles, was ich erwartet hätte, doppelt so gut. Ich habe halt wirklich, meine letzten Erfahrungen mit Beamern sind ein paar Jahre her. Also wirklich Jahre, Jahre, Jahre. Und dann wurden die auch meistens von Leuten aufgestellt und eingestellt, die nicht so viel Ahnung haben. Oder das waren halt schon wieder auf Messen irgendwelche krassen Laserprojektoren oder sowas. Also ich habe hier zu Hause ein Gerät stehen, was so groß ist, nicht mal 3 Kilo wiegt, was ich unter die Couch schieben kann. Und wenn ich das raushole, dann habe ich einfach ein bis zu 3,5 Meter Bild in knackscharf, in super hell auf meiner ollen Raufaserwand. Muss nicht mehr den ganzen Tag diesen ausgeschalteten Fernseher angucken. Oder jetzt kommen sie ja irgendwie alle mit ganz toll Bilderrahmenfernsehern. Das ist doch alles unnützer Stromverbrauch. Dann hänge ich mir ein Bild an der Wand, Freunde. Ich finde das so geil, dass ich diesen Beamer mit nur einem Stromkabel, das ist alles fertig angeschlossen. Ich hole den nur raus, stell den hin, mach den an, los geht's. Super geil. Was mir sehr gut gefällt, ist die automatische Trapezkorrektur und diese Lens-Shift-Geschichte. Also, dass ich das Bild im Endeffekt nachher mit der Fernbedienung einstellen kann. Höhe, also ich glaube, nach links und rechts kann man das Bild nicht bewegen. Zumindest habe ich es nicht benutzt, rausgefunden. Aber ihr könnt halt wirklich den grob hinstellen und wenn er dann nach oben noch ein bisschen Platz braucht, könnt ihr den irgendwie mit der digitalen Linsenkorrektur verschieben. Mit der digitalen Linsenverschiebung könnt ihr das Bild noch ein bisschen nach oben schieben und dann dreht er da so ein bisschen am Rädchen und macht noch die Schärfe und ist einfach tipptopp, kann man nichts gegen sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir sehr gut gefällt, sind die Voreinstellungen. Also wenn man keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen mit den ganzen Einstellungen, dann muss man das auch überhaupt nicht machen. Alle Voreinstellungen, die im Gerät voreingestellt sind, deswegen heißen sie übrigens auch so, sind tipptopp und zwar genau für das geeignet, wofür sie da auch drin sind. Umwerfend, ich muss es nochmal sagen, also wahrscheinlich gibt es Leute, ihr dürft es nicht mit einer HiFi-Anlage vergleichen oder mit irgendwie so Bose-Boxen mit einem Subwoofer, aber wir reden hier davon, dass wir ein Kunststoffgehäuse haben in einem Gerät, welches 3 Kilo wiegt, dass wir nicht eine HiFi-Box haben und was da einfach an Ton rauskommt, ist für mich, also ist beachtlich, also dass ich nicht Boxen anschließe, ich habe noch Boxen übrig und dass ich die nicht angeschlossen habe, um besseren Sound zu haben, das spricht schon sehr für das Gerät. Und was mir noch sehr gefallen hat, ist die HDR-Funktion. Ich wusste ja überhaupt nicht, was HDR ist, bevor ich es nicht gesehen habe. Also ein Video zu gucken in HDR 4K, in 3,5 Meter Bilddiagonale auf meiner Rauffaserwand ist einfach nochmal Gehirn wegpusten, möchte ich fast sagen. Es macht sowieso immer Sinn, Videos, wenn sie in 4K zur Verfügung stehen, sie auch in 4K zu gucken, auch wenn man als Wiedergabegerät nur Full HD hat. Deswegen lade ich auch zum Beispiel meine Videos in 2K hoch. YouTube berechnet Ultra HD Videos im Nachhinein einfach anders. Man kriegt einen besseren Codec, man kriegt den VP09 Codec, was wiederum bedeutet, dass insgesamt mehr Bilddetails drin sind, dass insgesamt die Schärfe ein bisschen besser ist, auch wenn ihr ein 4K-Bild nur in Full HD guckt. Und für die Testaufnahmen hier habe ich mir zum Beispiel angeguckt, ich glaube Corsica in 4K und Full HD und das ist einfach absolut beeindruckend, wie viel Brillanz und wie viel Farbtiefe und auch Flüssigkeit, von der Bildflüssigkeit her, ohne Ruckeln, ohne alles, heutzutage über einen Projektor möglich ist. Das ist
Wow, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem für den Preis, ich muss nochmal sagen, für unter 1000 Euro. Wir sind hier bei 799 Euro UVP vom Hersteller. Und dafür kriegt ihr keinen Fernseher, mit dem ihr dieselben Möglichkeiten habt wie mit dem TH685i. Den Fernseher könnt ihr nicht mal schnell abbauen, den könnt ihr nicht mit runter an die Garage nehmen. Der Fernseher hat für unter 1000 Euro keine 3 Meter Bilddiagonale und kann vermutlich auch kein HDR. Und wenn er HDR kann, dann kann er all die anderen Sachen nicht. Also ihr versteht, was ich meine. Wer auf der Suche ist nach einem neuen Bild, nach einer neuen Möglichkeit, Videoinhalte zu konsumieren, der sollte unbedingt mal ein Auge auf diesen Beamer werfen. Ich möchte allerdings noch dazu kommen, was mir nicht so gut gefallen hat oder beziehungsweise was ich anders machen würde. Also das Erste, was mir aufgefallen ist beim Aufstellen ist, mir fehlt eine Wasserwagenblase. Er hat an gar keiner Stelle irgendwie so eine kleine Wasserwagenblase. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, ich habe erst gedacht, das ist das hier oben. Das ist allerdings der Helligkeitssensor, der regelt auch so ein bisschen nach. Wenn es heller wird, macht das Bild ein bisschen heller. Wenn es dunkler wird, macht er das Bild ein kleines bisschen dunkler. Finde ich auch ziemlich schön. Das ist tatsächlich eine Sache, die hat mir gefehlt. Hätte ich gedacht, dass ein Projektor, vor allem mit so Einstellungsfüßchen, dass der sowas hat. Natürlich kann man auch eine Wasserwaage drauflegen. Allerdings hat der, ich weiß nicht, ob man das so sieht, der hat so leichte Rundungen in alle Richtungen, also sowohl von vorne nach hinten als auch seitlich. Also da eine waagerechte Position für eine Wasserwaage zu finden, war etwas schwierig. Ich habe sowas hier. Ich habe so kleine Wasserwaagen, die dafür da sind, Fernseher an der Wand vernünftig auszurichten. Die haben so einen Magneten hinten dran. Das ist jetzt hier bei dem Kunststoff natürlich ein bisschen Quatsch. Aber die habe ich dann da hinten draufgelegt. Und konnte dann den Projektor eben waagerecht ausrichten, zumindest seitlich waagerecht. Hat mich dann aber zum Schluss nicht überzeugt und ich habe ihn dann doch wieder so eingestellt, dass es mir gefallen hat, weil da kommt noch dazu, dass die Wand bei mir einfach ein bisschen schief und krumm ist und dass, wenn man denkt, okay, man richtet den jetzt waagerecht aus, es stört mich einfach, wenn die Oberkante vom Bild nicht waagerecht, also nicht mit dem, wie sagt man, nicht mit der Decke übereinstimmt. Das muss gleich aussehen. Dann ist es mir wurscht, ob das waagerecht ist oder nicht, aber wenn der Abstand zwischen Decke und Bildprojektionsfläche irgendwie kleiner oder größer wird, finde ich das doof. Dann fand ich, nicht so schön, ist ein bisschen schwierig zu sagen, diese Füßchen hier unten, die waren einfach, die sind so ein bisschen, erstmal wenn man sie ganz weit rausdreht, dann sind die hier so ein bisschen lose drin. Das heißt, den dann vernünftig hinzustellen ist schwierig. Man kann die also, man muss die so ein bisschen reindrehen. Und selbst dann sind sie auch noch so ein ganz kleines bisschen locker. Was bedeutet, dass wenn ihr wie ich hier einen relativ doll mitschwingenden Boden habt und der steht eben auf dem Tisch oder auf einer Kiste oder so, dann wackelt das Bild tatsächlich einfach ein bisschen. Das macht es bei mir zwar sowieso, einfach weil der Boden mitschwingt und dann schwingt auch der Tisch so ein bisschen mit. Aber dadurch, dass die Füßchen so ein ganz kleines bisschen wackeln, ist die Stabilität des Gerätes, wenn sich irgendwas bewegt, wo es draufsteht, ein bisschen geringer, als wären die fester oder als wenn sie ganz reingedreht sind. Dafür sind sie schön griffig, das hat mir wieder gut gefallen. Hier unten sind so Gumminupsis dran, die sehr schön griffig sind. Jo, was gibt's noch? Ach so, Lautstärke des Lüfters. Der Lüfter hat, wenn ich mich recht erinnere, im Normalmodus eine Lautstärke und Rausch, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, eine Geräuschentwicklung von 35 Dezibel, im Sparmodus von 29 Dezibel. Wenn ich ihn einschalte, denke ich immer erst mal kurz, ui. Und wenn ich ihn ausschalte, nach dem Konsum, denke ich immer, ui. Während des Konsums, also während des Fernsehguckens oder Spielens, kriege ich es überhaupt nicht mit. Weil da hast du Ton an oder guckst auf die Leinwand. Allerdings habe ich auch direkt neben diesem Lüfter schon gesessen und den irgendwann nicht mehr gehört. Weil du guckst halt da vorne auf das Bild und dann hast du auch noch einen Ton und Musik und dann ist vielleicht noch Action oder du spielst. Und dann hörst du einfach
nach einer Minute, zwei Minuten hörst du diesen Lüfter gar nicht mehr. Eigentlich, sobald du angefangen hast zu zocken, hörst du den Lüfter schon nicht mehr. Ansonsten, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, kann ich an dieser Stelle wie immer nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde. Herr Löblich, heiße Hardware heute mit dem großartigen, dem BenQ, dem TH685 und auch I. Das I steht übrigens für den Android-Stick, der da hinten drin steckt. Achso, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, Amazon Prime ist davor installiert. Auch ziemlich praktisch. Ihr müsst da nicht extra irgendwie noch irgendeine App runterladen, sondern wenn ihr sowieso ein Prime-Konto habt, knick, knack, ist er gleich damit verbunden. Und genau, ohne i ist der TH685 dann ohne diesen Android-Stick. Und ja, also ich persönlich muss sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis verglichen mit einem normalen Fernseher ist für mich unschlagbar. Ich habe jetzt keine Ahnung, was so eine Leinwand kostet. Die wird jetzt wahrscheinlich auch nicht die Mega-Welt kosten. Ich persönlich brauche keine Leinwand. Ich würde mir auch keinen Fernseher jetzt mehr kaufen. Also ich würde auch in Zukunft, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, wenn aus irgendeinem Grund ich mal dieses Gerät nicht mehr haben wollen würde, würde ich wieder nach einem Beamer gucken. Weil einfach die Pro-Argumente für mich so viel mehr wiegen als die Kontra-Argumente, die in dem Fall irgendwie kaum vorhanden sind, dass ich würde einfach nicht mehr nach einem Beamer gucken. Ich würde auch zum Beispiel nicht mehr nach einem Fernseher gucken, immer nur nach einem Beamer. Und ich finde einfach wirklich diese Android-Geschichte, dass du einfach sagst, zeig mir das neueste Video von Herr Löblich. Und dann zeigt er die halt einfach bei YouTube-Kanal, bei YouTube, meinen YouTube-Kanal. Das ist schon ziemlich geil. Ich sage an dieser Stelle Tschüss mit Üs, Ciao mit Au, Chio mit Io. Verbleibe mit den freundlichsten Grüßen, Ihr Lieblingssimulant, Herr Löblich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.